Willkommen zurück zu einer Folge von Wir sind hier und es ist mal wieder Sternkartenzeit. What? Und es ist arschwarm in meiner Bude. Das ist das Schöne, wenn man einen Rechner hat, das Ding ersetzt die Heizung komplett. Man braucht halt nur ewig lange, um das Ding erstmal ja, auf Hochtouren bringen zu lassen. Korhal wäre die Hauptquest und... Scheint, als hätte deine Königin der Klingen rausbekommen. Yeah. Und dafür bezahlt, die ganzen Artefakte einzusammeln. Und jetzt müssen wir es machen. Medivac. Zergreifen das Forschungszentrum. Das ist ja cool. Er kann seine Leute nicht evakuieren, bis sie die gesamten Artefaktforschungsunterlagen in Sicherheit gebracht haben. Okay. Korhal hat man schon. Brauchen wir jetzt nicht. So, Medivac, machen wir. Dreizackforschung, okay, muss man halt durch. Kriegt man halt noch extra Kohle. Sei Dank, Sie sind gekommen. Vor einigen Jahren hatten Sie einen glänzenden Ruf als Marshal. Ich weiß, dass Sie Ihr Bestes geben werden, um uns zu helfen. Naja, ja. Doktor. So ein bisschen. Schon eine ganze Weile her. Sieht aus, als hätten Sie da unten ein gewaltiges Zerg-Problem. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir sind bereit zur Evakuierung, aber keines der ausgesandten Teams, die die Datenzentren der Liga vernichten sollten, hat sich zurückgemeldet. Oh, das ist nicht gut. Helfen Sie mir, die Datenzentren zu zerstören, bevor die Königin der Klingen sie findet und an die Koordinaten der verbleibenden Artefakte gelangt. Okay. Das Schicksal des gesamten Sektors könnte davon abhängen. Na gut, dann helfen wir mal wieder. Was ist denn das jetzt? Klasse 12, Zielmuster entdeckt. Äußerste Vorsicht geboten. Nicht schön. Okay, Doktor. Kann man die denn nicht irgendwie umstimmen oder ähnliches? Das wäre mal wieder äußerst cool. Ah, da können wir wenigstens die Zerg benutzen, um sich gegen diese ja, anderen Viecher da zur Wehr zu setzen. Weil die Zerg sind ja wegen Dach arschgeil. Angriff von einer höher gelegenen Position verhindert, dass die gegnerischen Streitkräfte zurückfeuern können, bis sie ihre angreifenden Truppen sehen können. Genau, ist ja nicht so, dass sie den Berg einfach mal hochgucken können? Nein. Das gibt's nicht. Das ist außerhalb jeder Realität. Das kann man sich nicht, das geht da nicht mal vorzustellen. So ein infamer Gedankengang. Unmöglich sowas. Unmöglich. Nein. Man muss erst den Berg hochgehen, um die Leute auf der Anhöhe zu sehen. Einfach schräg hochzugucken, nützt da nicht. So, 1, 8, 33, 11. Super, bin ich, dass ich schon angezeigt wird. Analyse des Suchmusters der Königin der Klingen abgeschlossen. Berechne ihre ungefähre Ankunftszeit am nächsten Datenzentrum. Du kannst es einfach nicht gut sein lassen, oder, Jim? Nee, kann ich wirklich nicht. Es war dumm von dir, hierher zu kommen. Ich hab nicht vor, lange zu bleiben, meine Liebe. Aber ich will verdammt... Oh, endlich mal wieder hier mit denen. Stimmt, die müssen ja... die müssen ja normal das Ganze machen. Was ist denn das? Die bewegt sich von hier dahin. Ich muss das schützen. Okay, wie mache ich das am blödsten? Mit meinen Standardviechern. Sie können sie für den Transport ihrer Männer benutzen und um den Zergbesten aus dem Weg zu gehen. Es kann losgehen. Nice. Abmarsch bereit. Ich kümmere mich drum. Yeah. Geht auf. Oh nein, 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 nein. Sind gerettet. Yeah. Einen Transport mit den Medivacs. Was war gleich nochmal geil? Die Adler waren geil. Genau. Tekla, ja, das kann ich erst später machen. Was habe ich eigentlich noch immer gemacht? Medivacs? Nee. Ravens? Nö. Raumjäger habe ich, glaube ich, immer gebaut. Na, Boden- und Lufteinheiten braucht Tekla-Bohr. Wird gebaut. Und hier, was brauchen wir noch? Kobras sind nett. Belagerungspanzer sind auch noch. Und Goliaths, genau, die baue ich auch noch. Das heißt, Tekla-Bohr wird auch wieder gebaut für die Goliaths. Und hier brauche ich auch noch einen Tekla-Bohr für die. Okay, überall Tekla-Bohrer. Was ist das? Mikrofilterung. Dieser Vernähe ist Pingas. Vollkommen automatisch. Nice. So muss das sein. So. Ist das geil, wenn die Erweiterungen endlich mal funktionieren. So, und du kommst mal hier hin und baust mir mal noch ein paar von den Dingern. Okay, die kommt natürlich langsam aber sicher hier an. Die muss ich jetzt in irgendeiner Form so in mein Team hier mit reinbringen. Oh, yeah.
Daka, 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 oh. So, kann ich denn das hier nicht irgendwie zu schießen hier? Nee, dauert zu lang. Okay, ich muss hier aufpassen. So, jetzt würde ich aber gerne mal hier die Leute noch absetzen wollen. Einladen, ausladen, los. Okay, ich muss da irgendwie runterkommen. Ah, jetzt kann ich ja, habe ich ja die ganze Zeit schon mal machen können. Raumjäger, so da bauen, wenn es geht. Und eine Menge, einen Arsch voll von diesen Dingern brauche ich. So, da können wir auch nochmal welche bauen. So, von diesem Teil. Wenn wir hier nur noch sind und der hier fertig gebaut hat, was er jetzt gemacht hat, können wir noch... Moment, das sind keine Einheiten, das waren... Gebäude, Fabrik und Waffenlager, wenn es geht, bitte. Genau, weil das Waffenlager für die Sache da ist, oder? Moment, Schattenkommandozentrale brauchen wir nicht. Ja, Raumhafen brauche ich, Fusionskern, genau, den brauche ich. So, was denn jetzt los? Da gibt's bald irgendwelchen Schaden, der davon getragen werden wird. Oh, Junge, Junge. Okay. So, jetzt kann ich die Teile aber kaputt machen. Das muss doch jetzt funktionieren. Ja, nice. Okay, wie komme ich jetzt darüber? Ah. Ich hätte natürlich auch einfach mal außen lang gehen können. Da hätte ich mir eine Menge erspart. Ja, das muss doch kaputt gemacht werden. So, und da haben wir hier noch ein paar. Immer schön auf Abruf bleiben. Und die Medivacs, die brauchst du eigentlich auch nicht. So, kommt man denn nicht einfach mal hier rüber? Schön, dass ihr vorbeischaut. Ah. Keine Munition mehr. Comlink online. Alter, wie geil ist das denn? Was hast du vor, Jim? Ich spüre, du versuchst etwas von mir zu verbergen. Wie geil ist das denn? So, na komm, 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 komm. Raynus Raiders, holt uns hier raus! Bingo! So, alle hier draußen. Moment, einer fehlt noch. Bereit machen, Jungs! Einsatzbereit! Wird gemacht, Commander! So, oh je, da kann ich doch mal... Direktor erfasst. ...ein bisschen was rausnehmen hier. Können wir sie aufsammeln? So, aufsammeln wahrscheinlich nicht. Einsteigen oder aufsteigen? Nice. Okay, komme ich hier irgendwie an der anderen Seite vorbei? Ich glaube fast nicht. Nee, oder? Doch, die können ja weiterlaufen. Aber die kommen hier trotzdem nicht weiter. Schade. Oh. Zerstören Sie die Datenzentrale. Ja, wird gerade gemacht. Okay, komm los, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Nice. So, Datenzentrale Nummer 1 ist down und das noch bevor Carrie hier angekommen ist. So, ein Rinder. Natürlich. Die Möbius-Daten. Du wirst die restlichen niemals erreichen. Ach, wirklich? Ach, verdammt. Zumindest weiß sie nicht, wo die anderen Zentren sind. Los, schnell weiter zum nächsten. Sehr schön. Und wir wissen das natürlich alles. Oh, yeah. Oh, yeah. Also dann, gleich nochmal ein paar. Oh, ich kann hier so einen großen Transporter bauen. Wie geil das immer wieder ist. Also, ich brauche aber hier mal noch ein paar. Statman wollte, dass wir ihm so ein Ding zu Forschungszwecken mitbringen. Sieht aus, als könnten wir ihm den Wunsch erfüllen. Wo? Dahin? Ach du, was? Töten Sie den Brutalisten. Forschung. Okay, wird gemacht. Also muss ich aber erstmal diese Dinger hier reinbringen. Einsatzbereit. Wo ist der Notfall? Sir, Sie so. Unternehmen besser etwas gegen diesen Nidus-Wurm, bevor unsere Basis überrannt wird. Was, wo? Direktor, oh. Basis wird angegriffen. Oh.
Nicht cool. Bereit machen, Jungs. Gut, das heißt, ich muss den hier wirklich noch ein bisschen so aufpassen. Im Standby. Okay, dann raus mit denen. Die machen das Ding hier kaputt. Ich brauche das Teil. Und ich brauche eindeutig noch eins von diesen anderen Teilen. B, nee, ich brauche nochmal so einen blöden Raumhafen hier, sonst habe ich ein Problem. Und da können wir nochmal ein paar bauen. Dann mal den noch hier hin mitsetzen und den dahin und den dahin und den dahin. Jetzt dürfte ich eigentlich genug haben. Meldebereitschaft. So. Marinda. Und was jetzt? BBF einsatzbereit. Angriffsformation. So, und das Ding kommt einsteigen mal noch hier hin. Einsatzbereit. So. Roll und 4. Passt doch. Koordinaten empfangen. Wird gemacht, Commander. Hier muss doch noch irgendwo was sein, was man mitnehmen kann. Maximaler Schub. Oder? Zielvektor erfasst. Maximaler Schub. Es ist doch beschiss, Mann. Wird gemacht, Commander. Ich mache mir hier so eine Mir. Okay. Brutalismus. Und dahin. Hoffen wir einfach mal, dass das Ganze funktioniert, so wie ich mir das denke. Im Standby. Meldebereitschaft. Oh nein. Nein, 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 nein. Komm schon. Oh je, jetzt kommen die nie mehr wieder hier weg. Ja, klar, du kannst auch noch mit angreifen. Okay, die Sache ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Also. Bitte einmal das noch. Was brauchen denn die so ewig lange? So, wo ist denn jetzt eigentlich immer noch hier mein blöder Bauarbeiter? Benötige Unterstützung. Ja, ja, ja. Du kannst hier nichts gegen die machen. Die regenerieren einen Tick zu krass. Los! Im Standby. Sind immer hier noch ein paar? Das sind echt nur 12? Einsatzbereit. Oh, ist das scheiße. Meldebereitschaft. So, bauen wir mal noch ein paar. Dahin bitte. Die Verbesserung ist ja hier, der Fusionskern. Aber verbessern kann ich ja trotzdem nicht. Das war's nicht. Dann brauchen wir den und Fusionskern, bla bla bla. Waffenlager bauen bietet Upgrade-Möglichkeiten für Waffenpanzerungen. Was? Von Einheiten, die in der Fabrik oder im Raumhafen gebaut wurden. Sehr schön. Und du baust mal das noch. Wundervoll. Und bald haben die auch keine Mineralien mehr. Das ist ziemlich scheiße. Wenn das jetzt nur mal ein Tick schneller gebaut werden könnte. Aber nein. Meldebereitschaft. Und der ist aber bald fertig hier. Ich höre, Commander. Na komm schon. Du hast noch nie einsehen können, wenn eine Sache verloren war. Oder? Ja, 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 ja. Hier. Baut die ganze Zeit die, oder baut. Zielvektor erfasst. Darf kein Datenzentrum gemacht, kaputt machen. Ja, schick, schick, schick. Maximaler Schub. Ah, wunderbar. Wenigstens regeneriert sich das Vieh nicht. Hoffen wir einfach mal, dass die diese, ja. Maximaler Schub. Teile hier nicht Ziel kaputt erfasst. Machen kann. Zielsystem ausgerichtet. Oh nein. Gemacht, nein. Ich fass es nicht. Wieso geht denn das Ding nicht tot? Meldebereitschaft. Oh, scheiße. Ich brauche irgendwas mit mehr Schaden. Eine Menge mehr Schaden brauche ich. Wieso ist denn das so schwach? Ich habe das doch eigentlich sonst nie so in Erinnerung gehabt. Medivex, bla bla bla, Lufteinheiten angreifen, bla 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 bla. Habe ich denn hier nicht noch andere Einheiten gehabt, die so tolle Killer waren? Ah, das ist jetzt echt traurig. Da waren es wirklich die Goliaths, die so an sich arschgeil waren. 40 Sekunden brauchen die und die brauchen 50 Sekunden. Ja, brauchen natürlich ewig. Da könnte ich natürlich auch so einen großen machen. Nee, machen wir mal noch hier so einen Medivex. Da kann ich wenigstens immer noch ein bisschen was transportieren. Bauen wir mal noch irgendeine Marodeure vielleicht.
Nee, Jumper wäre natürlich auch mal ganz nett. Nee, Marodeure kommen. Oder was ist ein schneller? Marodeure wären schneller da. So. Koordinaten übermitteln. Na komm schon. Das wird eine blöde Mission. Ich glaube, die muss ich nochmal neu starten, fast schon. Nur zu. Der kann ich nicht bauen. Weil mir auch fast schon noch die ganzen Missionen und alles wechseln. Fahrzeuge und Schiffswaffen. Gut, bauen wir mal Schiffswaffen. Gut, haben wir denn bald mal noch so einen blöden Flugdingens gebaut? Ja, kommt einer. Ich muss auch aufpassen, dass hier ja nichts reinkommt. Anderes mit. So, und Rinder. Okay. Ich brauche noch einen. Meldebereitschaft. Und Carrie braucht ewig. Moment, wo ist denn jetzt eigentlich mein Flieger? Einsatzbereit. Der darf nämlich nicht dabei down gehen. Das wäre scheiße. Wäre eisert tragisch. Einsteigen oder aussteigen? So. Amstan, ich höre, Commander. Ja, die Goliaths könnte ich auch nochmal mit hier hinschacken. Und dann brauche ich aber noch eine Verbesserung für das Maschinendock, für Kaserne. Ja, genau, Infanteristen. Du bist ja sogar noch verzweifelter als ich dachte. Schön. Du glaubst doch nicht wirklich, dass dein Plan auch nur den Hauch einer Chance hat. Oh, es geht los. Oh, Moment, kann ich da vielleicht noch einen reinstecken? Das habe ich gehört. Meldebereitschaft. Ah, na wunderbar. Und was jetzt? Ich hab so viel Liebe zu geben. Gut. Koordinaten übermitteln. Ziel erfasst. Zielvektor erfasst. Na dann, gehen wir mal quer durch. Muss natürlich auch irgendwie noch versuchen, diese Kacke hier zu machen. So, die müssen jetzt hier klarkommen. Ich denke mal, das schaffen die auch. Oh Gott. Was gibt's denn? Oh je, scheiße. Was ist denn hier mal? Genau. Mehr Goliaths, wenn es geht. Und Medivacs vielleicht noch. 1, 2. Nicht genug bis Pinkas. So, jetzt muss ich aber mal schauen, dass ich hier ja die hier noch irgendwo. Koordinaten übermittelt. Basis wird angegriffen. Muss ich hier alles alleine machen? So, V war es, ne? Und raus mit euch. Retten wir ein paar Leben. Na komm. 2, 3. So, das müsste jetzt aber reichen. Ach du Scheiße. Ja, wieso? Weil hier diese blöden... Na komm, geh jetzt endlich kaputt, du blöder Basilisk. Kabutalisk, keine Ahnung, was du bist. So. Maximaler Schub. Wird gemacht, Commander. Okay, jetzt muss ich aber erstmal. Ah ne, Moment, Basis ist gesichert. Sehr schön. Das heißt, ich muss dann noch hier durch irgendwie. Roger. Möglichkeit wäre hier, hier wird mich niemand angreifen. Doch, hier wird mich jemand angreifen. Wird gemacht, Commander. Ach egal, ich gehe einfach quer durch. Roger. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, was soll denn der Müll? Jetzt habe ich tausende Einheiten verloren. Ach, kotzt mich das jetzt schon wieder an. Das ist echt traurig jetzt. Mineralienfeld erschöpft. So, das hätte besser und schneller gehen können, wirklich. Oh, das kotzt mich jetzt so an, so sehr. Aber noch ein paar Medivacs, die ich bauen könnte oder irgend sowas. Da vielleicht noch. Lass mich hier nicht verrotten. Koordinaten übermitteln. So. Roger. Da haben wir noch 2. Ich hab so viel Liebe. Das machen wir noch hier. Einsatzbereit. Oh Gott, ey. Zielvektor erfasst. Wird gemacht, Commander. Angriffsformation. Koordinaten empfangen. Maximaler Schub. Das Ding ist innerhalb von Sekunden kaputt. Wie soll ich denn hier da durchkommen? Koordinaten empfangen.
Da muss ich die Marodeure kaputt hauen. Meldebereitschaft. Das ist denn ja aber auch so ein blöder Luftabwehrding. Retten wir ein paar Leben. Es kann losgehen. So. Na komm schon. Geh doch kaputt jetzt. Sehr schön. Okay, hat alles noch wunderbar funktioniert. Jetzt kann ich hier wenigstens da runter. Geil. So, haben wir das. Jetzt muss ich hier nur noch schnell durchkommen, ohne großartig voll Lust an meinen Einheiten ist zu bekommen. Ah ja, klar. So, dieser blöde Turm muss schnell durch. Komm. Oh ja, geht das Ding jetzt mal down jetzt. So, was haben wir denn hier? Nochmal zwei von denen. Dann nehmen wir nochmal so ein... Was ist? Ich habe nicht genug Vespingas. Ich kann kotzen. Nein, das Gebäude ist total uninteressant. Das einzige Gebäude, was die hier überhaupt kaputt hauen sollen und müssen und tun und können und machen, ist ein anderes. Hallo, ich greife das Ding hier an und was ist der? Ach so, da kann ja doppelt angreifen. So, komm Golia, du machst das Ding kaputt. Du schaffst es. So, drin da. Ich weiß, was diese Artefakte wirklich sind. Und sie werden mir gehören. Ja, und was sind sie für welche? Was auch immer sie sind, Kerrigan. Eins ist sicher, du wirst sie garantiert nicht in die Finger kriegen. So. Diese Königin der Klingen ist wirklich ein ganz schönes Ärgernis, oder? Ja, so ein bisschen. Okay, da müsste ich dann hier noch hin. Hier müsste ich dann nur noch irgendwie mal was hinbauen, damit ich dann, das ist glaube ich so ein Vespin-Dings, ja. Damit ich dann die Basis weiter nutzen kann, weil hier werden mir irgendwann noch die Mineralien ausgehen. Und wenn ich bald hier expandiere, hab ich einfach die Arschkarte gezogen. So. Jetzt muss ich aber hier... Ein weiterer Nydoswurm ist in der Nähe unserer Basis aufgetaucht. Ach, schon wieder. Koordinaten übermittelt. Na komm. So, wo ist denn jetzt eigentlich dieser eine Transporter gewesen von vorhin? Genau. Meldebereitschaft. Muss ich jetzt mal wieder hier durchmanövrieren. Bin gleich da. Verstanden. Auf geht's. Basis wird angegriffen. Na komm. Laut und deutlich. So, scheiße. Oh, hier. Einsatzbereit. Halten Sie ihn ein. Na komm. Mach das Ding jetzt kaputt hier. Und du musst die ganze Kacke mal hier reparieren hier. Genauso wie du auch. Okay, Goliaths kosten natürlich ziemlich wenig Kohle. Okay. So, geht los. Retten wir ein paar Leben. Und ich kann nicht hier durchgehen, ohne dass ich von Luft Einheiten wieder in die Mangel genommen werde. Noch ist es gut, noch ist es gut. Hey Rainers, nehmt uns mit! Yeah! Hey Rainer, wir haben gesehen, dass sich bei Robs Laden drüben was bewegt hat. Da könnten noch Überlebende sein. Ah, wo genau? Ach ne, das ist dann wahrscheinlich der Robs Waffenladen. Gut, dann... Die werde ich jetzt einfach mal hier oben lassen. Wir müssen jetzt so klarkommen. Oh, Junge. Gut, nicht, dass die mir jetzt noch drei nach verrecken.
Das ist, glaube ich, nur ein Bodenzielangreifer. Da kann ich mich einfach mal durchbewegen. Hier drüber, hier drüber, hier drüber. Komm schon, komm schon. Ach, Mann. Ich hätte von unten angreifen sollen. Ich höre, Commander. Ich hasse es einfach nur. Jetzt habe ich keine Mineralien mehr und bin am Arsch. Na wunderbar. Da hätte ich noch welche holen können. Schick. Ich hätte natürlich auch die bauen können. Die wären billiger gewesen. Ja, die guten Vikings. Und ich habe nicht genug Vespingas. Ja. Ich muss die Mission offiziell nochmal neu machen. Habe jetzt aber echt überhaupt keine Lust mehr, die hier zu machen. So, der muss mal fix regeneriert werden hier. Na komm. Ich höre, Commander. Heizen wir ihn ein. So, das sind alle safe. Und unterirdisch einfach mal durchgehen funktioniert auch nicht, oder? Dass man die hier vielleicht irgendwie da durchbringt? Nee, klappt auch nicht. Okay, wo kommen die überhaupt denn alle her? Wir müssen ja hier irgendwo langkommen. Da kommen sie auf alle Fälle nicht. Und von da auch nicht. Es ist scheiße. Gut, das heißt, ich brauche die letzten paar Mineralien könnte ich noch irgendwie verwenden. Aber ich muss dann irgendwie versuchen, die nächste Basis so schnell wie möglich zu erreichen. Und Kerrigan darf den letzten Datendings nicht erreichen. Okay. Koordinaten übermittelt. Da werde ich jetzt mal hier noch ein paar reinschicken. Einsatzbereit. So, oh, Moment. Okay, das muss jetzt funktionieren. Habe ich denn noch irgendwas da, was nur Dinger braucht, nur sowas? Müsste funktionieren. Braucht irgendeine Einheit, genau, Adler oder vielleicht irgendwas, was noch fliegen kann, so rein zufällig was. Raven, nö, nö, nö. Keine fliegende Einheit dabei, die mir in irgendeiner Form nachhelfen könnte. Gut, das heißt, ich werde jetzt hier tausende von diesen Adlern auch bauen, damit das Ganze hier seinen Weg geht. Okay. Scheiße. Ich höre, Commander. Und wieso? Weil hier überall diese Anti-Air-Türme stehen. Da auf den Sack gehen. Angriffsformation. Patzt mich sowas an. Gut, also ich werde jetzt hier irgendwie anders noch durchgehen müssen. Roger. Basis. Oh, meine, ah, mein kleiner Finger ist eingeschlafen. Das ist immer so blöd, wenn das passiert. Koordinaten empfangen. Wird gemacht, Commander. Zielvektor erfasst. So, können die wenigstens hier irgendwie... Nein. Ich könnte fast. Ah, ja, ja, genau. Was billig ist hier. Warpigs wären günstig. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Roger. Na komm schon, geht ja schnell kaputt jetzt. Okay. Ganz sachte. Nein, 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 nein. Wird gemacht, nein! Commander. Oh Gott. Zielvektor erfasst. Hier, komm. Runter jetzt mit deinen ganzen Einheiten. Vor die ganze Kacke gemüht. Und X jetzt, komm. So, ich werde es hier der Reihe nach alles wegkauen. Die paar Meter, ey, es ist doch gelacht, wenn ich das jetzt nicht hinbekomme. Wie wär's denn mal mit helfen? Na, her damit. Was gibt's hier? Komm ich! So, waren hier nicht noch irgendwo welche? Das hab ich gehört. Da waren noch welche. Verstanden. Marines, wir halten aus! So. Genauso wieder, ganz sachte wieder hier runter. Kerrigan ist noch nicht da. Oh Gott, ich hasse diese Mission. Bin gleich da. Kann's kaum noch erwarten.
So. Bereit machen, Jungs! Okay, ich bin sowas von am Arsch, wenn das jetzt nicht funktioniert. Na, och, greift jetzt diese Viecher an! Nein, 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 keine Türme jetzt. Okay, nichts greift mich an. Ich greife das Ding an. Das dürfte innerhalb von Sekunden down gehen. Carrie ist noch beschäftigt. Oh, ich liebe es. Wow, wo kommen die jetzt alle her? Oh, ne. So. Komm schon, geh kaputt jetzt. So, na komm. So, und du auch noch. Bestätigt. Das letzte Datenzentrum ist ja. Wir sollten umgehend evakuieren. No shit, man, no shit. Wohin muss ich denn jetzt? Ich hab das geschafft. Ich hab's geschafft. Ich werde bekloppt. Vielleicht drücken Sie mal langsam. Ich hasse diese Mission. Der Klinge so versessen auf diese Artefakte ist. Sie fürchtet ihre Macht, so wie sie die Xel'Naga fürchtet, von denen sie erschaffen wurden. Mm. Xel'Naga haben sowohl die Protoss wie auch die Zerg erschaffen, Commander. Ja, das habe ich mitgekriegt. Ich hätte die ganze Basis abheben lassen können. Wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Oh Mann. So. Ein Bullshit. Ich wundere mich. Ich ärgere die ganze Zeit. Wie kriege ich diese Scheiß-Mission in den Griff und was ist? Ich hätte die Basis abheben lassen können. Outside the box thinken hier, ne? Immer schön, ne? How to think outside the box. Die man einfach mal die Arme nach außen stecken. Wenn man in der Box drin sitzt, dann klappt das natürlich am besten. Ah. So ein Hals, ey. So ein Hals. Aber gut, wir haben es geschafft. Es gibt nur sehr wenige Missionen, die ich beim zweiten Anlauf gepackt habe. Das sind meistens immer die Assis. East Kerrigan. Hallo, wir haben Carrie. Die Protoss neutralisiert, aber eine Welle von Zerg bewegt sich auf diese Position zu. Wir müssen sofort evakuieren. Ja, und da guckt jemand auf die Uhr. Ignorieren Sie diesen Befehl. Wir verschwinden hier. Was? Sie überlassen sie ihrem Schicksal? Einfach alle Schiffe so. Bereit. Wir verlassen Tarsonis auf meinen Befehl. Wow. Die Ärmste. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was der Typ von der Liga vorher noch wusste. Es könnte nämlich sein, dass der das Ganze wusste, auch die Mission hatte und Kerrigan deshalb zur Hüterin oder ja, Klingen Lady. Keine Ahnung, bla bla bla, der Kling machen wollte. Wow, das geht ja ab, du. Wie Katzschmitze. Und deshalb wollte der die zur Kling-Tussi werden lassen. Und deshalb hatte die da eiskalt Jungs, zurückgelassen. Wo bleibt ihr denn? Das wäre natürlich eine interessante Möglichkeit. Das können sie nicht tun! Zu spät. Und da wäre dann Steuermann, das Wohl vieler an die Flotte und bringen sie uns aus über dem das Wohl des Einzelnen gestellt. Tragisch. Sofort. Aber ein notwendiges Übel in diesem Fall. Was zum Teufel ist da oben los? Muss sich mal durch den Kopf gehen lassen. Hätte der die nicht hier einfach da gelassen, wäre die Hüterin der Klingen, Wächterin der Klingen, ich weiß nicht, Königin der Klingen, haha, nie entstanden. Das darf man nämlich nie vergessen, sowas. Ziemlich makabere Ansicht, aber es ist. Und die kann natürlich im Dunkeln sehen mit ihrem Google Glasses. Die setzt sie natürlich ab, weil kämpfen ist nicht. Und genau, lass einfach die Waffen fallen. Genau. Jetzt würde ich mal gern wissen, wie das denn weitergeht mit der guten Carrie. Haben die dann einfach auseinander gewerkelt oder... Natürlich bleibt die da einfach stehen. Und die Zerg, was machen die? Ja klar, an der besten Stelle. Natürlich muss man da einen Cut machen.
Nein, nicht der Gute. Der darf nicht kaputt gehen. Nochmal Schwein gehabt. Danke, keine Ahnung, wer das gerade hochgehoben hat. Das war keine normale Hand, das müsste Horner, genau. Ich muss in letzter Zeit ziemlich oft hinter dir herräumen. Lass mich in Ruhe, Matt. Derselbe Traum? Ich sagte, lass mich in Ruhe. Ja, das heißt dann, er hat immer... Was passiert ist, war nicht deine Schuld. Ja, und das Beste, was passieren könnte. Dass sie verraten wurde? Oder dass sie Milliarden Menschen ermordet hat? Oder dass sie Milliarden Menschen retten könnte. Dieselbe alte Leier. Du willst gar nicht zuhören. Man muss das große Bild sehen. Einzelne Farben mögen den einen entweder gefallen oder abstoßend wirken, aber im Großen und Ganzen sind es die Farben, die ein wunderschönes und passendes Bild machen. Jeder von uns wählt seinen eigenen Weg, Matt. Und es hängt wirklich nur von demjenigen ab, der den Pinsel findet. Wir warten auf dich. Ich bin gerade ein bisschen am Philosophieren. Ich finde die Analogie ziemlich cool. Ja, sollte die nicht eigentlich irgendwo in der Schiffsmesse hängen? Hier an der Wand? Sollte sein. Na gut. Schiffsmesse der Hyperion. Ah, 6 Stunden später. So lange hat er gebraucht, um erstmal auszunüchtern? Gemsong, du mich auch. So, Toshi, wird geht. Dieser Tychos ist ein böser, böser Junge. Er hat viel zu verbergen. Natürlich. Meinst du, er will uns reinlegen? Seine Missionen führen uns geradewegs zu Kerrigan. Vielleicht laufen du und Kerrigan euch immer über den Weg, weil ihr hinter derselben Sache her seid. Ja. Aber Tychos, da ist etwas, das er dir verschweigt. Ja, ich weiß komm. Nur nicht was. Ja. Halt einfach die Augen offen. Wie wär's damit, dass der kurz vorm Wegsterben ist? Halt. Ja, genau. Ein eiskalter Killer. Ein netter eiskalter Killer, aber ein eiskalter Killer. Was haben wir denn Feines in den Nachrichten? Hier ist Kate Lockwell für UNN. Die Königin der Klingen persönlich wurde vor kurzem auf Tyrador gesehen. Dr. Emil Narut, Leiter der berühmten Möbius Foundation, hatte ein Aufeinandertreffen mit der Alienkönigin, steht aber für einen Kommentar nicht zur Verfügung. In einer Erklärung sprach Dr. Narut Renas Raiders den Erfolg zu, die Königin der Klingen vom Erreichen ihres Ziels. Kate, es tut mir leid, unterbrechen zu müssen, aber wir haben eine Einmeldung hereinbekommen. Anscheinend schalten wir zur Werbung. Werbung. Bitte. Wieso ist denn der dunkel? Welcher Geist spukt in Ihnen ein? Wow. Es könnte Ihr begabter Nachwuchs sein. Registrieren Sie Ihr Kind noch heute beim Psy-Ops. Das ist das Gesetz. Das ist Ihre Pflicht. Das ist ja eine miese Werbung hier. Natürlich, genau. In Kriegszeiten wird vor nichts halt gemacht, um auch nur das letzte bisschen menschliche Ressource auch nur... Guten Tag, verwenden Sir. Zu können. Na gut. Alle verfügbaren Missionen sind bereit zur Durchsicht und stehen Ihnen auf der Sternenkarte zur Verfügung. Oh, sehr schön. Matt, ich... ach, scheiße. Einfach nur danke, okay? Tychos, was geht? Ich habe über Tyrador nachgedacht. Es gibt sicher bessere Möglichkeiten, schnelles Geld zu machen, als sich kopfüber in eine Alien-Invasion zu stürzen. Es gibt aber auch schlechtere Möglichkeiten. Wenn es dir zu haarig wird, denk einfach ans Geld. Ich werd's versuchen, Kumpel. Ich werd's versuchen. Immer schön ans Geld denken. Das ist die beste Idee, die man je hatte. Swanee kann ich leider nicht... Oh, Medivacs. Jetzt habe ich die Artillerie hier hinten. Jetzt bist du nur noch dieser eine Haufen hier gefunden werden. Keine Ahnung, was das dann bewirkt. Das sind dann wahrscheinlich diese Tors. Marines. Vertrauen der Genauigkeit eines Skalpell-Lasers. Noch immer nicht. Ebenso sind sie wenig optimistisch, was die Präzision der Autonaht anbelangt. Beide wurden von Procyon Industries entwickelt, dem billigsten Anbieter. Na super. Maria Mutter, was eine frühe Medivac-Pilotin, die früher berühmt. Ja. Thalassis, Mutter Teresa, ist klar. Also, was haben wir denn hier Feines? Raumschiffe, Medivacs. Medivacs laden die geladenen Einheiten beinahe augenblicklich. Das kann natürlich auch eine Stunde dauern. Natürlich ist es im Verhältnis zu unendlich langer Zeit. Augenblicklich, ne? Genau. Was haben wir denn hier? Medivacs können 2 Ziele gleichzeitig heilen. Sehr schön. Das ist echt geil.
Wozu waren was könnten Weikämpfer sein? Ursachen Flächenschaden. Die waren, glaube ich, nur für... Ah ja, genau, das waren die Wechsler. Ich kann mir nämlich den Namen nicht so gut merken. Ich merke mir die meistens immer irgendwie an den Bildern. Ne, eigentlich kann ich die mir überhaupt nicht merken. Die sehen alle gleich aus. Die haben nichts, was irgendwie in irgendeiner Form hervorsticht, außer bei den Kobras und bei den Adlern und bei den Hellions. Die Goliaths hast du in irgendeiner Form bei den anderen Walkern nochmal. Die natürlich noch nirgendwo zu finden sind, weil es keinen anderen Walker gibt. Gut, dann hat sich das natürlich erledigt. Aber Belagerungspanzer, na okay, die gibt es einmalig. Genau. Und die Luftschiffe, die sind so ziemlich universell. Nur Luft oder beides. Ein Wechsler, ein Heiler. Phantome wollte ich eigentlich mal wieder ausbauen, aber irgendwie bin ich nicht wirklich dazu gekommen. Marodeure, ja, war sowieso nicht wirklich dazu. 220 habe ich gerade. Kinetischer Schaum, Marodeure erhalten, bla bla bla, so und so viel weiter. Brauche ich nicht. Eine Basis wäre ganz cool. Alle Feuer an Gebäuden werden automatisch gemacht, genau. Die Reichweite aller Einheiten im Bunker um 1. Mhm. Gegebenenfalls mit jedem Angriff eine weitere Salve Geschosse ab, das ist auch gut. Simultan WBS reparieren, doppelt so schnell, okay. Das ist natürlich ziemlich cool. Aber jetzt würde ich gerne mal noch was austesten, was ich denn hier noch bauen könnte. Wenn ich denn hier mal noch was... Eigentlich wäre das noch ganz hilfreich, beziehungsweise war da hier noch... Verursachung Flächenschaden, genau. Genau. Aber das würde ja nur im Raketenmodus gelten und nicht für irgendwelche... anderen Modi in dem Fall. Die Liga scheint den Psyops frei, verursacht zu entscheiden an der Zählerheit. Ne, brauch ich nicht. Könnte ich denn mal hier noch am besten verbessern? Kobras gewinnen plus eine Reichweite. Damit kann man wunderbar vor denen wegrennen. Passt auch ganz gut. Ja, weniger an verbündeten Truppen ist immer hilfreich. Jetzt muss ich mal gucken, was könnte man denn hier nochmal... Ganz am Anfang fehlen mir ja meistens immer die... speziellen Sachen. Die Adler habe ich ja schon. Reichweite ich auch schon. Genau, dann nehmen wir jetzt einfach mal das Ding. So, fertig. Auf ins Labor. Da wird es doch bestimmt noch was Tolles geben. Oder eben auch nicht. Na gut. Weil mir noch ein von diesen blöden Protos-Dingern fehlt. Jetzt habe ich schon wenigstens noch 3 extra Yield. Dann mal auf zur Brücke. Und dann können wir jetzt mal speichern. So, dann machen wir jetzt wieder eine kleine Pause und danach geht's hier weiter. Also dann bis dann. Und ciao, ciao.